Ennis Garden, ein alter Landsitz im äußersten Südwesten Englands. Die romantische Anlage wird von den Gärtnern Danielle Dixon und Des Morris betreut. Adel verpflichtet. Das Schloss von Hartland Abbey ist seit Hunderten von Jahren im Besitz der Stuckleys. Das Leben auf dem Land lässt Sir Hugh und seiner Frau Angela nur selten Zeit für eine Teepause. Portager Garden, eine ehemalige Gärtnerei, dient Mark Harris und Dan Thomas dazu, ihren Landtraum zu verwirklichen. Botanikkurse, Kunsthandwerker oder ein Bootsbauer, sie alle machen Portager zu einem Geheimtipp. Die Steilküste im äußersten Westen Englands liefert die fantastische Kulisse für Trigorno Garden. Rob und Carol Mole haben dieses Paradies geschaffen. Cornwall mit seiner grünen, wilden Natur liegt an der zerklüfteten Westküste Englands. Genau hier trifft der wärmende Golfstrom auf das Land und schafft ein ungewöhnlich gemäßigtes Klima. Und so bestimmen oft tropische Pflanzen das Bild von Cornwalls Gartenkultur. Cornwall liegt 5 Autostunden von London entfernt, im äußersten Südwesten Englands. Der erste unserer Landträume liegt im Süden. Nahe dem Städtchen Penryn befindet sich Ennis Garden. Ennis ist einer der ältesten Landsitze Cornwalls. Auch wenn das Herrenhaus wegen Erbschaftsstreitigkeiten nicht mehr bewohnt ist, befindet es sich immer noch im Familienbesitz. Bereits 1709 wurde der Garten in den Chroniken für seine Schönheit gerühmt. Das riesige Anwesen wird nur von wenigen Gärtnern gepflegt. Wo seid ihr denn gewesen? Ich warte seit Stunden auf euch. Wir haben hart gearbeitet. Eine extra Tasse Tee. Das war aber mehr als eine. Nein, mehr war das nicht. Wie fast alle Herrenhäuser verfügt auch Ennis über einen sogenannten Walled Garden. Als Schutz gegen das oft stürmische atlantische Wetter an Cornwalls Küsten wurde das riesige Areal mit einer hohen Mauer umbaut. Seit über 50 Jahren ist hier nichts mehr passiert und der letzte Gärtner hat sich um diesen Teil des Gartens überhaupt nicht gekümmert. Der Efeu hat die Mauern überwuchert und gesprengt. Das ist wirklich unglaublich. Der Efeu geht ins Mauerwerk und dann kann das Wasser eindringen. Schau mal, wie zäh das Zeug ist. Und es ist bereits trocken. Was passiert bloß, wenn es lebt? Ja, und die Mauer da wird auch bald einstürzen. Es war ein Obst- und Gemüsegarten. Was hier angebaut wurde, hat gereicht, um das Haus zu versorgen. Sie konnten sogar noch etwas in Covent Garden in London verkaufen. Sie durften damals 5 bis 6 Gärtner beschäftigt haben. Das geht natürlich heute nicht mehr, obwohl ich schon gerne wieder einen Nutzgarten hier hätte. But eventually I'd like to get it back to a production garden. In Ennis Garden hat sich an vielen Stellen der Wildwuchs breit gemacht und hebt die romantische Note des Gartens hervor. Gärtnerin Danny nutzt den Nachbau eines keltischen Steinfeldes. Eine alte Apfelpresse dient ihr als Pflanzenschale. Danny hat nur noch einen Mitarbeiter sowie ehrenamtliche Helfer. Und so muss sie ihre Kräfte gezielt einsetzen. Wir wollen, dass dieser Garten sein geheimnisvolles, berückendes Ambiente behält. Uns stört das Unkraut nicht. Es soll nicht alles ordentlich sein, sonst würde alles reglementiert wirken. In Ennis haben sie bewusst dem Wildwuchs seinen Lauf gelassen. Das Moos auf den Steinen ist der dekorative Beitrag der Natur zum Arrangement der Gärtner. Das spart Arbeitszeit und schafft ein zauberhaftes Ambiente.
Von Ende April bis Ende Mai gibt es ein Ereignis, für das Ennis über die Grenzen Cornwalls berühmt ist. Die Bluebells, zu Deutsch Waldhyazinthen, lassen Jahr für Jahr ein riesiges Areal in einem Meer von blauen Blüten erstrahlen. Normalerweise blühen die Bluebells nur in geschlossenen Waldgebieten. Manchmal stört es Danny, dass Ennis vor allem wegen seiner Blaublüter berühmt ist. Nun ja, wir haben auch andere wunderbare Bäume, Pflanzen und Farben in diesem Garten. Normalerweise kommt das nur in sehr alten Wäldern vor. Bei uns sind einige der alten Bäume gestorben, sodass wir auf einmal diese offene Landschaft haben. Und die Hyazinthen sind geblieben. Der Rolls-Royce-Club Devon macht einen Ausflug nach Ennis. Das größte Bluebell-Feld Cornwalls lockt besonders im Mai zahlreiche Gäste. Angesichts der illustren Besucher übernimmt einer der Erben die Führung. Gärtnerin Danny Dixon schätzt solche Repräsentationstermine nicht sehr. Aber zum Glück für Danny hat Annies Garden nur an zwei Tagen die Woche geöffnet. Der mehrere hundert Hektar große Ennis Garden gehört zu den absoluten Geheimtipps Cornwalls. Eine Region, die wie kaum eine andere reich gesegnet ist mit zahllosen Landschaftsgärten, ob sie nun in privater oder öffentlicher Hand sind. Der Garten von Heartland Abbey liegt ganz im Nordwesten Cornwalls. Heartland Abbey ist ein ehemaliges Kloster aus dem 12. Jahrhundert, das erst später zum Stammsitz der Familie Stuckley wurde. Sir Hugh und Lady Angela nutzen den Morgenkaffee, um ihren Tag zu planen. Hilft dir Richard mit den Schafen? Die Stuckleys sind nur im Sommer auf dem Landsitz. Einige Meilen entfernt haben sie noch eine Farm. Als sie vor einigen Jahren das Schloss von Hughes Eltern übernahmen, waren Garten und Haus in einem schlechten Zustand. Doch beide haben keinen Moment gezögert, die Herausforderung anzunehmen. Lady Angela wacht genau über ihre pflanzlichen Schützlinge. Ein Stück oberhalb des Schlosses liegt, ein wenig versteckt, der alte Blumen- und Gemüsegarten von Heartland Abbey. Jede neue Pflanze wird von Lady Angela kritisch geprüft, bevor sie die Blütenpracht bereichern darf. Ja, wir pflanzen nur Sachen, die wir mögen. Und wir züchten viele Sachen von Samen, von Ablegern. Wir erschaffen die Pflanzen selbst. Und das ist sehr erfüllend. Damit die weitläufigen Anlagen immer in voller Pracht erstrahlen, leisten sich die Stuckleys zwei Gärtner. Hello there. Hallo, der Garten sieht super aus. Nigel Alford und Joanna Mitchell beraten Lady Angela bei vielen Entscheidungen. Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Wie in der Frage, welche Farben am besten zueinander passen. Es ist sehr knallig. Was denken Sie? Es sieht gut aus. Es hält diese Ecke auf. Das ist ein guter Kontrast. Ja, sie ist wunderbar und wir haben sie aus unseren Samen gezogen. Stimmt. Nigel und Joanna versuchen bei jeder Pflanze, sie mit eigenen Samen zu vermehren, um sie so für den Garten zu erhalten. Das ist im Prinzip ganz einfach. Man muss nur genau die Vegetationsperioden beobachten und zur richtigen Zeit die Samen einsammeln. Wann sieht es schon mal so toll aus? Besonders wenn wie heute die Sonne rauskommt.
Früher hatte Sir Hugh mehr Schafe auf dem Gelände. Aber die Tiere machten zu viel Arbeit. Ganz auf sie verzichten will er allerdings nicht. Schließlich runden sie die Idylle ab. Das Impfen der Schafe ist für Sir Hugh nichts Besonderes. Er ist gelernter Landwirt und froh, mal nicht am Schreibtisch zu sitzen, sondern selbst Hand anzulegen. Wenn man auf dem Land lebt und arbeitet, ist die Bindung zu den Tieren eher eine Arbeitsbeziehung. Natürlich kümmere ich mich ums Vieh und bemühe mich, dass es so gut wie möglich aussieht. Damit Sir Hugh keine Erbschaftssteuer zahlt, muss Heartland Abbey an 90 Tagen für Besucher zugänglich sein. Nun kommen wir in die Bibliothek, einer der repräsentativsten Räume im Hause. Die Bücher gehen zurück bis ins 16. Jahrhundert. Jedes Bild, jeder Gegenstand auf Heartland Abbey erzählt von der jahrhundertealten Familientradition. Als wir das Haus 1986 öffneten, waren Decken und Wände mit weißem Papier beklebt. Wir mussten es erst mit heißem Wasserdampf ablösen. So eine Sammlung könnte man ohne Probleme an einem Nachmittag unter den Hammer bringen. Versteigern. Einfach so. Aber es hat viele Generationen gebraucht, dies alles aufzubauen. Ich denke, es ist ein Leben lang unsere Pflicht, dieses Erbe zu bewahren. Cottager Garden liegt nahe des Örtchens Constantine, eine kleine Oase im Süden Cornwalls. Cottager Garden besteht aus ein paar alten Glashäusern, einer aufgegebenen Baumschule und Werkstätten. Der Garten hat sich im Laufe der Jahre zu einem Ort der Erholung, einem ökologischen Nutzgarten sowie einer kleinen Künstlerkolonie entwickelt. Dan Thomas und Mark Harris kümmern sich gemeinsam um den Garten. Ich bevorzuge die starken Farben. Pastellige Töne liegen mir nicht. Also dunkle Primärfarben, keine Zwischentöne. Mark Harris hört aufmerksam zu, denn der Bootsbauer hat gerade erst begonnen, Verantwortung für den Garten zu übernehmen. Sein Kollege Dan Thomas ist gelernter Gärtner. Er hat Portager vor 10 Jahren gegründet. Jetzt will er mehr Zeit für andere Dinge haben. In jedem freien Augenblick versucht er Mark in die Geheimnisse der Gartenkunst einzuweihen. Wir sind kreative Menschen an einem kreativen Ort. Du kannst hier arbeiten und deine Ideen mit anderen teilen. Einige arbeiten mit Holz und wir können mit ihren Booten fahren. Andere sind gut im Kochen und wir genießen ihr Essen. Und wieder andere erklären uns, welche wilden Pflanzen am besten schmecken. Aus den alten Schuppen der Gärtnerei sind Ateliers geworden. Kunsthandwerker, Designer und der Bootsbauer Mark Harris haben hier Refugien gefunden. Er arbeitet mittlerweile genauso viel im Garten wie im Bootsschuppen. Mark hat Design studiert. Um Praxis zu sammeln, begann er mit dem Bootsbau. Der Kajütenaufbau ist aus 100 Jahre altem Teakholz. Das Material ist unglaublich teuer, so dass sich Mark keine Fehler erlauben darf. Wie er mit dem Holz umgehen muss, hat Mark mittlerweile perfekt im Gefühl. Die Gartenwelt ist ihm noch ein bisschen fremd.
Ich muss noch lernen, den Garten mit Dans Augen zu sehen. Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich oft nur schöne Blumen, während Dan sofort sieht, wo etwas nicht in Ordnung ist. Ich merke das oft nicht. Mir fehlt einfach noch der Blick eines Gärtners. Dan Thomas ist mit Besuchern im verwilderten hinteren Teil des Gartens unterwegs. Hier war früher eine Baumschule. Heute wächst vor allem Unkraut, wie Brennnesseln. Ihr braucht ein paar Handschuhe und die Schere. Wenn ihr sie so rauszieht, dann kommt die Wurzel mit. Wir schneiden sie und schütteln die Insekten ab. Wir brauchen ungefähr 100. 100 Stems, ja. So grab a glove. There's two crates and there's a bag there. Die Brennnessel-Aktion ist Teil des Bildungsprogramms von Portage Garden. Dan und seine Kollegen machen regelmäßig Wild Food Walks, Spaziergänge, auf denen sie nach essbaren Pflanzen in der Natur suchen. Sie sind nützlich, man sollte sie nicht als einen Feind oder einen Schädling sehen. Sie bringen zum Beispiel Eisen auf unseren Speiseplan. An diesem Tag will Dan mit seinen Gästen Brennnesselbier brauen. Das Rezept ist denkbar einfach. Die Brennnesseln werden in Wasser aufgekocht, mit Zucker und Bierhefe versetzt. Nach einer Woche ist das Bier fertig. Es geht uns um Pflanzen, die wir oft als Unkraut sehen. Dabei sind sie essbar, man kann ein tolles Getränk daraus machen oder sie haben einen Nutzen für die Natur. Aus Brennnesseln kann man nicht nur Bier brauen. Gedünstet lässt sich daraus auch ein leckerer Salat zubereiten. Auch Brennnesselknödel sind eine Delikatesse, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Tanya, do you mind if I put these in your arrangement? Dan Thomas arbeitet nicht nur im Garten. Im Sommer hat Portage Garden an Wochenenden für das Publikum geöffnet. Und das muss verköstigt werden. Die Zutaten im Café sollen möglichst aus dem eigenen Garten kommen. Das ist Konzept und für alle hier eine Frage der Ehre. Das Motto von Portage ist ein Gegenentwurf zur Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft. Allerdings ohne jegliche Besserwisserei. Entschleunigung heißt das Zauberwort. Cornwalls Gärten, seine bezaubernde Landschaft, die kleinen romantischen Orte am Meer locken jedes Jahr tausende Menschen in den äußersten Zipfel Englands. Es ist vor allem die wilde Küste und der endlose Atlantikstrand, der Spaziergänger und Surfer fasziniert. Trigono Garden liegt bei La Morna, neben Land's End, dem letzten Stück Englands vor Amerika. Trigono ist kühn und mit viel Anstrengung in die steile Küstenlinie gebaut. Als Rob und Carol Mole das Haus vor 15 Jahren kauften, war es eine Ruine und der Garten völlig überwuchert von Hecken, Büschen und Bäumen. Es dauerte Jahre, bis die beiden den Garten freigelegt und zu neuer Blüte gebracht hatten. Carol und Rob haben lange nach einem passenden Garten gesucht. Es sollte ihre große Herausforderung für die Zeit nach Robs Pensionierung als Zahnarzt sein. Trigono, so sagen sie, war ein großer Glücksfall, aber auch unglaublich viel Arbeit. Wenn die beiden weiter unten im Garten zu tun haben, dann steigen sie über Treppen und laufen über Wege, die sie alle mit ihren Händen gebaut haben. Die stattlichen Baumfarne haben im Winter Frost bekommen. Das Klima an der Westküste ist rauer geworden. Und Rob hat sich entschlossen, die braunen Blätter zu entfernen. Mm.
Wenn man sich den gesamten Garten anschaut, was wir am Anfang sehr oft gemacht haben, ist einem sofort klar, dass wir die Ausrichtung in diese Richtung, zum Meer wollten, soweit es geht. Deshalb haben wir die vielen Terrassen gebaut. Die Aussicht schlägt alle Besucher immer sofort in den Bann. Der Garten ist gar nicht so wichtig. Sie stehen hier oben auf dem Deck und die fantastische Aussicht sorgt dafür, dass sie uns die vielen kleinen Fehler nachsehen. Das milde Klima Cornwalls hat in den letzten Jahren eine massive Veränderung erfahren. In den Wintern gab es strenge Fröste. Experten vermuten, dass sich der Golfstrom etwas weiter nach Norden verschoben hat und nun kalte Winde von Frankreich kommen. Carol hat im letzten Winter viele tropische Blumen verloren. Die neuen Pflanzen setzt sie nun in Töpfe, damit sie sie bei strengem Frost ins Haus holen kann. Hält der Klimawandel an, könnte das die Gartenwelt Cornwalls gründlich verändern. Es ist eine ganz neue Herausforderung, Pflanzen zu finden, die die kalten Temperaturen überleben. Wenn ich in meine Fotoalben schaue, sind welche dabei, die habe ich über 10 Jahre zu einer ziemlichen Größe herangezogen. Und ich bin traurig, dass sie nicht mehr da sind. Rob sucht sich jedes Stück Holz für die Treppen im Garten genau aus. Er hat die Stämme über Monate im Schuppen trocknen lassen. Nun ist das Holz optimal, um als Stufe verbaut zu werden. Alle Wege hinab haben Rob und Carol mühsam den Berg abgerungen. Um den steilen Garten überall zugänglich zu machen, haben sie kleine Pfade in den Berg gebaut, die die verschiedenen Terrassenwege verbinden. Wenn man eigene Wege anlegen will, sollte man beim Treppenbau darauf achten, dass das Holz lange genug gelagert ist. Am meisten lernt man, wenn man genau hinschaut, wie Experten das machen. Es ist einfacher, als man denkt. Am meisten lerne ich, wenn ich den Handwerkern zuschaue. Sie greifen den Stein nur einmal, schnell und ohne Energie zu verschwenden. Da sitzt jeder Handgriff. Die harte Arbeit im Berg macht ihnen immer noch großen Spaß. Aber mittlerweile sind Rob und Carol 68 Jahre alt. Carol hatte im letzten Jahr eine Knieoperation und das Treppensteigen fällt ihr immer schwerer. Beiden ist klar, dass sie nicht jünger werden. Es wäre dumm, sich darüber Sorgen zu machen. Nein, so ein Garten macht nur so lange Spaß, wie es möglich ist, ohne Schmerz und Unannehmlichkeiten darin zu arbeiten. Wir könnten natürlich den Garten auf die obere Fläche schrumpfen lassen, aber ich denke, das werden wir nicht machen, sondern eher verkaufen und in ein kleineres Haus ziehen. Große Strecken schafft Robs selbst restaurierter Bristol 401 Saloon nicht mehr. Aber ein Ausflug durch die romantisch bewachsenen Sträßchen Cornwalls hinab zur Bucht von Lamona ist immer noch drin. Für Rob und Carol ist der Blick auf den Atlantik der krönende Abschluss eines Tages in einer der schönsten Landschaften Europas. Thank you.